Eigenheiten und der Menschlichkeit verstehen wir, lieb zueinander zu sein, empathisch, verständnisvoll und uns beim Leben zu helfen. Allein das wertet die Autorin schon als Anmaßung. Wenn sollte Menschlichkeit nicht mehr auf all unsere naturgegebenen Schlechtigkeiten umfassen? Menschlichkeit ist auch Scheißen, Fixen, Glotzen, Triezen, Töten und derlei noch vieles mehr. Demnach ist Menschlichkeit ein Optativ, Konjunktiv des Wunsches. Die Gegenwart im metamorphen Prozess der Zeitenwende appelliert wie lange nicht an unsere Menschlichkeit. Also jetzt an die euphemistische Lesart von Menschlichkeit. Was aber, wenn die Anerkennung der Menschen als eine Gruppe potenziell gegenläufiger Interessen, Bedürfnisse und Handlungen notwendig wäre und die Idee vom globalen Frieden damit für utopisch erklärt werden müsste?